So, Twilight Princess Finale Teil 2. So, wo müssen wir hin? Wir könnten da lang, aber ich will erstmal nach draußen. Da ist nämlich eine Truhe. La 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 la. Nicht gut. Genau. Man sieht schon, der letzte Dungeon ist in Zelda immer schwer. Oh yeah. So, du wirst kein Problem für uns sein. Doch, weil ich nämlich vergessen habe, darauf zu zielen, wenn du dein Schild vor dir hast. Put put. Ja, nee, ist klar. Ich habe ihn doch voll erwischt. Okay, ich mache keinen Blankziehen. Na komm. Irgendwann treffe ich dich. Hallo. Das zieht nur alles unnötig in die Länge. Ich weiß. So, jetzt aber. Stirb doch endlich mal. Und Helmspalter. Und instant deswegen gegen Mauerfall. Von da sind wir definitiv nicht gekommen. Da gehen wir jetzt aber hin. Hey, was ist denn hier? Ein kleiner Schlüssel. Er öffnet Türen, allerdings nur hier. Aber Moment. Wenn hier oben ein Bossgegner ist, dann brauchen wir doch bestimmt auch einen Masterschlüssel. Oh nee. Hier würden wir schon mal weiterkommen, aber erstmal gucken, was hier auf der anderen Seite ist. Lülülülülü. Aha. Oh. Oh. Oh, gut geschützt. Wow. Hä? What the f... Der Falke! Oh. Mo. Raffler und alle anderen. Jago und... Wie hieß das Mädel? Mädel? Ich weiß es nicht. Sie stehen uns also zur Seite. Das ist gut. Nur leider laufen sie da lang, wo wir schon längst waren. Super, ich weiß. Der Masterschlüssel, der aber definitiv letzte in diesem gesamten Spiel. Ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben, dass ich schon hier bin. Es kommt mir so vor, als hätte ich gestern das Let's Play erst gestartet. Wird man sentimental. So, auf in den Teufelsturm. Ach du Scheiße. Hört ihr die Musik? So, was gibt's hier zu tun? Ach, einfach darüber, das ist ja leicht. What the f... Nein! Wo fallen die Teile eigentlich hin? Darunter ist doch noch was. Bom, bom, bom. Okay. Was ist hier los? Hey. Was machst du? Was guckst du? Der sieht gruselig aus. Er guckt nach da. Da ist der nächste. Hm, ob das was funktioniert. Das bringt tatsächlich was. Unglaublich. Aha. Aha. Ja. Okay. Und hier.
Okay, das war ja einfach. Das war einfach. Oh, hier ein bisschen Jump-and-Run-Action. Ui, knapp. Und? Was hat man anderes erwartet? Nein, zurückstecken. Langziehen! Instant Death. Ich finde das witzig. Mir war nämlich nie bewusst, dass der in echt so stark ist. Also, der Blankziehen, jo. Ich würde sagen, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen zurück. Wir können Ganondorf nicht besiegen. Doch, können wir. Also das mit dem Ganondorf besiegen, das ist noch optional. Also steht noch offen. Putt-putt. Hi. Sterbt. So, die Lampe brauchen wir ja nicht mehr. Ui. Hopp. Wow. Wow. So, hier noch irgendwas. Le. Super. Gar nicht gut. Autschen. Ja, den treffen wir. Na komm. Tja, du bist doch kein Gegner für Link. Den Helden, der sogar deinen Meister besiegen wird. Oh oh. Oder vielleicht doch. Oder noch. Nee, doch nicht. Vorsicht! Ah, voll in die Fresse. Wieso kriegen wir immer ein Schwert in die Fresse, wenn wir mit so einem Typen kämpfen? Na gut, nicht immer, das war jetzt das erste Mal, aber was soll's. Ich meine ja nur. Stirbst du auch irgendwann? Hui! Er ist tot! Au. Au. Jupp. Also, hier noch ein paar Dinger plätten. Und irgendwie kommt das lame. Weil, eigentlich wollte ich jetzt noch nicht zu Ganondorf. Aber wenn ich hier den Part beende, ist der doch viel zu kurz. Was mache ich da? Ich laber euch einfach noch ein bisschen die Ohren wund. Nein, war ein Scherz. Hier sehen wir uns das nächste Mal wieder vor dem letzten Bossgegner. Und deswegen tschüss und bis denn irgendwann. Euer Renchi LP. Und dranbleiben, denn der nächste Part ist der letzte des Zelda Twilight Princess LPs. Ja. Das war jetzt so episch, dass Link einfach mal sein Schwert gezückt hat und versucht hat, uns aufzuschlitzen, obwohl wir 2 Meter davon entfernt sind und noch eine Glasscheibe dazwischen haben. Egal. Tschüss.